Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Das ist ein Tag, den Gott gemacht, der Freude in unser Bistum hat gebracht. Liebe Schwestern und Brüder, es ist für uns alle heute eine ganz große Freude, dass vier junge Männer aus unserem bischöflichen Priesterseminar St. Hieronymus nach Studium, nach geistlicher Formung, auch nach entsprechender ihrem Alter gemäßen Reife zugelassen worden sind zur Priesterweihe. Ihnen, liebe Weihekandidaten, gilt mein herzlicher Willkommensgruß und vor allem auch Ihren Eltern, Geschwistern, Freunden, Verwandten und allen, die Sie geistlich auf diesem Weg begleitet haben. Das ist ein Tag, den Gott gemacht, der Freude in unser Bistum hat gebracht. Ich darf nun darum bitten, dass die Weihekandidaten vorgestellt werden und nach ihrer Würde für den Empfang dieses Sakramentes gefragt wird. Ich bitte die Kandidaten für die Priesterweihe vor dem Bischof zu treten. Jürgen Massinger aus der Pfarrei Maria Himmelfahrt, Ronsberg. Stefan Hermann Riedl aus der Pfarrei St. Franziskus, Kempten. Michael Hans Schmid aus der Pfarrei St. Nikolaus Feldhausen. Roland Weber aus der Pfarrei Maria Himmelfahrt, Türkheim. Hochwürdiger Vater, die Heilige Kirche bittet dich, dies unsere Brüder zu Priestern zu weihen. Weißt du, ob sie würdig sind? Ja, das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt und ich bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden. Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, unseres Erlösers, erwählen wir diese, unsere Brüder, zu Priestern. Dank sei Gott dem Herrn. Was bleibt uns da noch, als dass wir als Gemeinde vor dem Herrn das Gloria anstimmen
Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du selbst leitest dein Volk durch den Dienst der Priester. Gib den Diakonen, die du heute zu Priestern der Kirche bestellst, die Gnade, deinem Willen treu und gehorsam zu bleiben. Lass sie durch einen glaubwürdigen Lebenswandel wie durch ihr Amt dich verherrlichen in deinem Sohn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Zum Dasein hat er alles geschaffen und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt. Kein Gift des Verderbens ist in ihnen. Das Reich der Unterwelt hat keine Macht auf der Erde. Denn die Gerechtigkeit ist unsterblich. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wie ihr an allem reich seid, an Glauben, Rede und Erkenntnis, an jedem Eifer und an der Liebe, die wir in euch begründet haben, sollt ihr euch an diesem Liebeswerk mit reichlichen Spenden beteiligen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr anderen helft. Es geht um einen Ausgleich. Im Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. So soll ein Ausgleich entstehen, wie es in der Schrift heißt. Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Und wer wenig,
hatte nicht zu wenig. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des Lebens gebracht durch das Evangelium. Deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber, und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon 12 Jahre am Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hat ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib,
dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass seine Kraft von ihm ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du: Wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, und sagten zu Jairus: Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talita kum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, o je für die Priesterweihe dieses Evangelium, das passt ja wie die Faust aufs Auge. So war mein erster Gedanke, als ich den Text sah, den die Leseordnung für diesen Sonntag vorschreibt. Weil aber unsere Weihekandidaten keinen eigenen Vorschlag machten, dachte ich mir, vielleicht soll es so sein, dass ich als Stimme des Wortes, mein Wahlspruch, gerade dieses Evangelium unseren noch Diakonen und Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, deuten soll. Eingebettet in den Bericht von der Auferweckung der Tochter des Jairus, überliefern die drei ersten Evangelisten die Geschichte einer Krankenheilung. Miteinander geschickt verwoben, erzählen heute Wunder auf je eigene Weise von der heilenden und lebenstiftenden Macht Jesu. In dem groß angelegten Bericht von der Tochter des Jairus geschieht die Heilung der seit 12 Jahren an Blutungen leidenden Frau geradezu en passant. Und so lohnt es sich, dem Schicksal dieser Frau heute bei der Priesterweihe nachzuspüren. In einigen markanten Zügen wird sie charakterisiert, eine Gestalt, die das Drama und den Schmerz menschlicher Existenz einfängt. Seit 12 Jahren leidet sie an Blutungen und keiner kann sie heilen. Übrigens auch die Tochter des Jairus ist 12 Jahre alt. Die Frau hat ihr ganzes Vermögen für Ärzte aufgewendet, ist von einer Kur in die nächste Arztpraxis gegangen, aber ohne Erfolg. Das Leiden der Frau erscheint als eine Art unstillbarer Menstruationsblutung. Die Krankheit beeinträchtigt nicht nur ihr körperliches Wohlbefinden, sie macht ihren ganzen Lebensweg zu einem Leidensweg. Wer kann die inneren Qualen dieser Frau ermessen? Immer nur bluten, ausbluten. Kannte die Frau vielleicht dieses Gefühl des Ausfließens, des sich selbst Verlierens? Kannte sie die Angst, einmal vollkommen blutleer zu sein, alle Lebenskraft wegzugeben? Verblutende und ausgeblutete Menschen gibt es auch heute. Die Pandemie lässt nicht nur körperliche, sondern auch seelische Leiden zurück. In dieser Corona-Zeit empfangen Sie, liebe Brüder Diakone, heute die Priesterweihe. Ich finde das ganz schön gewagt und mutig. Gratulation dazu. Meine Bitte an Sie ist, feiern Sie mit Freude Ihre Primiz, spenden Sie als Neupriester den Segen, auf den viele Gläubige heute warten. Segnen, das dürfen wir für alle Menschen, die zu uns kommen, aber lassen Sie es dabei liturgisch nicht bewenden. Ich weihe Sie nicht zu Funktionären und Altardienern, sondern bewusst zu Cooperatoris Caritatis, zu Mitarbeitern der Liebe Gottes. Papst Franziskus spricht hier Klartext. Er sagt, das Evangelium lädt uns ein, das Risiko der Begegnung mit dem Angesicht des Anderen einzugehen, mit feiner physischen Gegenwart, die uns anfragt, mit seinem Schmerz und seinen Bitten, mit seiner anspeckenden Freude. Wenn die Menschen in der Kirche, fährt er fort, nicht eine Spiritualität finden, die sie heilt, befreit, mit Leben und Frieden erfüllt und die sie zugleich zum solidarischen Miteinander und zur missionarischen Fruchtbarkeit ruft, dann werden sie schließlich der Täuschung von Angeboten erliegen, die weder die Menschlichkeit fördern, noch Gott die Ehre geben, soweit Papst Franziskus. Aber kehren wir zum Evangelium zurück. Die Frau hat nicht aufgegeben, sie will nicht invalide sein auf Lebenszeit. Mitten in der Menschenmasse, die auf Jesus wartet,
bahnt sie sich den Weg, weil sie denkt, wenn ich auch nur Jesu Gewand berühre, werde ich geheilt. Was sie zu Jesus hindrängt, ist weniger die Neugier vieler Schaulustiger, die morgen schon der nächsten Sensation nachspringen. Es ist ihr persönlicher Wunsch, nicht mehr von einem Doktor zum anderen laufen zu müssen. Jesus heilt die Frau, als die Ärzte am Ende sind. Ihre Krankheit ist physisch, aber hinter der physischen Manifestation können psychische Wurzeln vergraben liegen. Jesus schämt sich der Berührung mit der unreinen, blutenden Frau nicht. Aus der Anrede, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden, sprechen seine Annahme und Wertschätzung, die der Frau ein vollkommen neues Selbstwertgefühl vermittelt und sie zugleich in der Gesellschaft rehabilitiert. Was Jesus der Frau sagt, ist die Ermutigung, fühl dich nicht wertlos, du bist eine Person, die es wert ist, geheilt zu werden, wert, dass ich auf sie aufmerksam bin. Du bist kein Mauerblümchen, also steh auf und steh zu dir, als Mensch, als Frau. Liebe Brüder, Frauen in der Kirche, das war und ist ein spannendes Verhältnis. Ich wünsche mir von Ihnen, liebe angehende Mitbrüder im priesterlichen Dienst, dass Sie als Neugeweihte eine geschwisterliche Kirche fördern und selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Auch wenn Sie jetzt manche ab sofort mit hochwürdiger Herr Kaplan betiteln, bleiben Sie zuallererst Bruder und Mensch. Nicht nur in der Familie, die Eltern, die Geschwister kennen Ihren Filius, Ihren Bruder bestens, sondern Sie bleiben Bruder, nicht Herrn, in der Gemeinschaft der Kirche, in der Gemeinde, in der Sie leben und arbeiten sollen. Bringen Sie fähige Frauen ins Spiel. Lassen Sie sich von ihnen beraten, nicht nur assistieren. Nehmen Sie ihre Meinung ernst. Es wird Sie, da spreche ich aus Erfahrung, weiterbringen. Papst Franziskus sieht wieder wörtlich mit Freude, wie viele Frauen pastorale Verantwortung gemeinsam mit den Priestern erfüllen, ihren Beitrag zur Begleitung von Einzelnen, von Familien und Gruppen leisten und neue Anstöße zur theologischen Reflexion geben. Doch müssen, fährt der Papst fort, die Räume für eine wirksamere weibliche Gegenwart in der Kirche erweitert werden. Denn das weibliche Talent ist unentbehrlich. Aus diesem Grund muss die Präsenz der Frauen auch im Bereich der Arbeit garantiert werden und an den verschiedenen Stellen, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, in der Kirche ebenso wie in den sozialen Strukturen. In der Kirche begründen die Funktionen keine Überlegenheit der einen über die anderen. Tatsächlich ist eine Frau, Maria, bedeutender als die Bischöfe. Soweit Papst Franziskus. Also, meine lieben Brüder, habt keine Angst vor Frauen. Das gilt nicht nur für Maria. Ich meine die Frauen, denen ihr begegnet in der Pfarrei, mit denen ihr arbeitet in der Jugend oder im Seelsorgeteam. Macht ernst mit der kooperativen Pastoral, die in vielen Papers, auch in der Diözese, zu lesen ist. Die pastoralen Berufsgruppen kennen kein Oben und Unten. Sie ziehen an einem Strang auf Augenhöhe. Bemüht euch, die gesunde Balance zu halten zwischen Nähe und Distanz und vor allem, seid achtsam, damit ihr keine Grenze überschreitet. Bindet Frauen ein als Schwestern partnerschaftlich ebenbürtig
beratend, korrigierend, inspirierend. Ihr werdet spüren, das schmälert nicht unsere priesterliche Autorität, es vertieft und stärkt sie. Wir werden als Pfarrer, als Kapläne, auch als Bischöfe nicht schwächer, im Gegenteil, wir werden geistlich stärker. Liebe Schwestern und Brüder, ich will euch noch nach Rom entführen. Auf meinen Spaziergängen bin ich gern in der Dominikanerkirche Santa Maria Sopra Minerva eingekehrt. Unter dem Hochaltar befindet sich der prächtige Schrein mit dem Leib der heiligen Katharina von Siena. 1970 hat Papst Paul VI. Die Patronin Italiens und Teresa von Avila zu Doctores Ecclesiae, zu Kirchenlehrerinnen, erklärt. Blicken wir auf ihr Sterben von Katharina. Im Jahr 1380 bricht sie in der Peterskirche in Rom zusammen. Nach einem mehrwöchigen Krankenlager stirbt sie, kaum 33 Jahre alt, mit den Worten auf den Lippen: Sangue, Sangue, Blut, Blut. Wer auf das Kirchenbild der Heiligen schaut, dem wird das Blut wie ein roter Faden aufleuchten. Es ist die Kirche, in der das unvergängliche, erlösende Blut Christi strömt. Für Katharina gibt es ohne Blut keine Erlösung. Christus hat das Blut seiner Kirche anvertraut. Das Blut steht nicht nur für Opfer, sondern vor allem auch fürs Leben. Ich finde es sehr sprechend, dass Katharina im Zusammenhang von Kirche und Eucharistie neben den Leib mindestens so nachdrücklich das Blut stellt. Ein wirklich weibliches Bild. Das Bild vom Blut wird noch in eine andere Richtung weitergeführt. Katharina schreibt: Wir alle müssen durch die Pforte des gekreuzigten Christus, und diese steht nicht anderswo als in der heiligen Kirche. Wer dem Christus auf Erden, das heißt dem Papst, der den Christus im Himmel vereint, nicht gehorcht, er nimmt am Blut des Sohnes Gottes nicht teil. Denn Gott hat es so eingerichtet, dass durch dessen Hände Christi Blut und alle Sakramente zu uns kommen. Es gibt keinen anderen Weg und keine andere Pforte für uns. Soweit Katharina. Wie eng das Blut Christi, gleichsam der Jungbrunnen der Kirche und der Nachfolger Petri, der Christus auf Erden verbunden sind, zeigt sich darin, dass Katharina den Papst auch Kellermeister des Blutes nennt. Auf der anderen Seite nimmt Katharina aber kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, Papst Gregor XI. Wieder auf den Weg Richtung Rom von Avignon zurückzubringen. Sie schreibt: Seien Sie ohne Furcht, Gott will es. Gebrauchen Sie Ihre Macht und reißen Sie die stinkenden Blumen heraus, die im Garten der heiligen Kirche stehen, die schlechten Hirten, die Sie in den Untergang führen. Kehren Sie endlich nach Rom zurück. Vergeben Sie mir meine Überheblichkeit. Gott will es und ich will es. Mehr sage ich nicht. Und an Urban VI. Schreibt sie ohne Umschweife: Seien Sie kein ängstlicher Säugling, werden Sie doch ein Mann. Es gilt auch Ihnen, liebe Brüder, dem Säuglingsalter sind Sie längst entwachsen, auch sollten Sie keine Mamasöhnchen sein. In Italien heißen solche Männer Mammoni. Gerade bei Priestern gibt es das sogenannte Mutter-Sohn-Syndrom. Und umgekehrt bitte ich die Mütter unter Ihnen als Neupriester, im Blick auf ihre Söhne, wenn noch nicht geschehen, jetzt ist die Zeit fürs Abnabeln. Nicht nur mit der Nabelschnur, auch von der Seele, vom Herzen, lassen Sie Ihre Söhne bitte frei, auch als Priester. Sie heiraten keine Frau,
aber sie sind ganz mit Jesus Christus verbunden in seiner Kirche. Von Katharina können wir schließlich auch lernen, was Kritik an der Kirche heißt. Sie war eine Meisterin in der Unterscheidung der Geister. Sie wusste zu trennen zwischen dem Papst als Christus auf Erden, dem Kellermeister des Blutes Christi, und den menschlichen Schwächen, die vielen Amtsinhabern anhaften können. Katharina ermutigt uns, unsere Liebe zur Kirche immer mehr zu vertiefen und aufs Wesentliche hin freizulegen. Liebe Weihekandidaten, Sie planen nicht nur Primizen, man kann lesen, auch etliche Nachprimizen, gut so. Aber nach der Zeit der Flitterwochen, die ich Ihnen als Primizianten gönne, werden auch Sie mit der Wirklichkeit, das heißt auch mit Kritik, leben müssen. Nehmen Sie auch solche Worte an, die Ihren Ohren nicht schmeicheln. Blocken Sie nicht gleich ab. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, gut gemeinte Kritik, ehrlich und konstruktiv, hat mich schon oft weitergebracht. Freilich sollte Kritik, und hier schaue ich ins Kirchenschiff, nicht bissig, sondern mit Liebe geäußert werden. Ihrer liebenden Leidenschaft für das Wohl der Kirche ist es zu verdanken, dass Katharina gehört wurde, selbst beim päpstlichen Hof. Liebe Diakone, kurz vor der Priesterweihe, Jesus ist kein Heiland, von dem gleichsam geheime Kräfte ausgehen und der mit göttlicher Macht alles Leid einfach wegzaubert. Selbstverständlich könnte er das, aber er wählt einen anderen Weg. Er ist der Gottmensch, der sich ganz persönlich den Menschen zuneigt. Er nimmt jede und jeden wahr, wie schüchtern, vielleicht sogar zitternd vor Furcht er oder sie sich ihm nähert. Sie, liebe Diakone, nähern sich nun ihm und er nähert sich ihnen. Mit der Weihe möchte er ihnen in Fleisch und Blut übergehen. Die Weihe ist heilende Begegnung. Aber diese heilende Begegnung kommt nur dann zustande, wenn Sie sich jetzt auf Gott wirklich einlassen, wenn Sie ihm Ihr Leben weihen, ohne Rückzieher, ohne Bedingungen, mit Leib und Seele. Daher legen Sie sich jetzt auf den Boden. So erwächst aus der Weihe Jesu heilendes Wort, das er einst der blutflüssigen Frau zusprach. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh und wirke in Frieden. Amen. Thank you.
Liebe Brüder, bevor ihr die Priesterweihe empfangt, sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr diesen Dienst auf euch nehmen und euer Leben lang erfüllen wollt. So frage ich euch: Seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Seid ihr bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes, in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die euch anvertraute Gemeinde zu erflehen? Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Christus, unser hoher Priester, hat sich um unseretwillen dem Vater dargebracht. Seid ihr bereit, euch Christus dem Herrn von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinen Dienern, die er zu Priestern erwählt hat, Gnade und reichen Segen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heilige
heiliger Erzengel Michael. Heilige Engel Gottes. Heiliger Johannes der Täufer. Heiliger Josef. Heiliger Petrus, Heiliger Paulus, Heiliger Andreas, Heiliger Johannes, Heilige Maria Magdalena, Heiliger Stephanus, Heiliger Ignatius von Antiochien, Heiliger Laurentius, Heiliger Vinzenz, Heilige Perpetua und Heilige Felicitas, Heilige Agnes, Heiliger Sebastian, Heiliger Georg, Heiliger Gregor, Heiliger Johannes Paul der Zweite, Heiliger Augustinus, Heiliger Hieronymus, Heiliger Athanasius, Heiliger Basilius, Heiliger Ephrem, Heiliger Martin, Heiliger Benedikt, Heiliger Magnus, Heiliger Bonifatius, Heiliger Franziskus und Heiliger Dominikus, Heiliger Albertus Magnus, Heiliger Ignatius von Loyola, Heiliger Franz Xaver, Heiliger Petrus Canisius, Heiliger Stanislaus Kostka, Heiliger Aloysius Gonzaga, Heiliger Johannes Bosco, Heiliger Dominik Savio, Heilige Katharina von Siena, Heilige Theresia vom Kinde Jesu, Heilige Crescentia von Kaufbeuren, Heilige Edith Stein, Heiliger Maximilian Kolbe, Heilige Schwester Faustina Kowalska, Heiliger Pater Pio,
heiliger Pfarrer von Ars, heilige Monika, heilige Jacinta, seliger Roland, heiliger Ulrich, heilige Afra, heiliger Simpert, alle Heiligen Gottes, Jesus sei uns gnädig. Von allem Bösen aller Sünde, von der ewigen Verdammnis, durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben, durch dein Sterben und Auferstehen, durch die Sendung des Heiligen Geistes, wir armen Sünder, schütze deine heilige Kirche und leite sie. Erleuchte unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Bertram und alle Hirten der Kirche. Erfülle alle Glieder der Kirche mit der Kraft des Heiligen Geistes. Segne deine Diener, die du zu Priestern erwählt hast. Segne und heilige deine Diener, die du erwählt hast. Segne, heilige und weihe deine Diener, die du erwählt hast. Gib allen Völkern der Erde Frieden und Freiheit. Erweise allen, die in Bedrängnis sind, dein Erbarmen. Stärke und erhalte uns in deinem Dienste. Sohn des lebendigen Gottes, Christus, höre uns. Erhöre uns, Herr unser Gott, erfülle diese deine Diener mit dem Heiligen Geist, gib ihnen deine Gnade und die Vollmacht des Priestertums und bewahre ihnen stets den Reichtum deiner Liebe,
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir preisen dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, und rufen deinen Namen an. Steh uns bei, du Ursprung aller menschlichen Würde,
du Quell aller Gnaden. Alles, was du geschaffen hast, gedeiht allein durch dich und bleibt durch dein Wirken erhalten. Um dir ein priesterliches Volk zu bereiten, erwählst du in der Kraft des Heiligen Geistes Diener deines Sohnes Jesus Christus und ordnest ihren Dienst in den geistlichen Ämtern. Im alten Bund schon hast du Ämter und Dienste in heiligen Zeichen entfaltet. Mose und Aaron hast du bestellt, dein Volk zu leiten und zu heiligen. Zu ihrer Hilfe beim gemeinsamen Werk hast du Männer eines weiteren Dienstes und Amtes berufen. Auf dem Weg durch die Wüste hast du den 70 Ältesten vom Geist des Mose mitgeteilt, sodass er dein Volk mit ihrer Hilfe leichter zu führen vermochte. Den Söhnen Aarons hast du Anteil gegeben am hohen Amt ihres Vaters, damit die Zahl der Priester des alten Bundes genügte für die Opfer im heiligen Zelt, die nur Schatten und Vorausbild waren des kommenden Heiles. In der Fülle der Zeit hast du, heiliger Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt, Jesus, deinen Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Er hat sich dir dargebracht im Heiligen Geist als makelloses Opfer. Seine Apostel hat er durch die Wahrheit geheiligt und ihnen Anteil geschenkt an seiner eigenen Sendung. Ihnen hast du Gefährten zugesellt, die auf dem ganzen Erdkreis das Werk deines Heiles verkünden und vollziehen. So bitten wir dich, Herr unser Gott, schenke auch uns Bischöfen solche Gefährten und Helfer, deren wir bedürfen in unserem apostolischen und priesterlichen Dienste. Allmächtiger Vater, wir bitten dich, gib diesen deinen Dienern die Würde des Priestertums, erneuere in ihnen den Geist der Heiligkeit. Das Amt, das sie aus deiner Hand, o Gott, empfangen, die Teilhabe am Priesterdienst sei ihr Anteil für immer. So sei ihr Leben für alle Vorbild und Maßstab. Uns Bischöfen seien sie zuverlässige Helfer. In der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort der frohen Botschaft durch ihre Verkündigung reiche Frucht in den Herzen der Menschen. Und es gelange bis an die Enden der Erde. Mit uns seien sie treue Verwalter deiner heiligen Mysterien. So wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt erneuert. So wird es genährt an deinem Altar. So werden die Sünder versöhnt. So werden die Kranken gesalbt zu ihrer Heilung. Mit uns Bischöfen vereint erflehen diese Priester, Herr, dein Erbarmen, für die ihnen anvertrauten Gemeinden und für alle Menschen auf Erden. So werden die vielen Völker in Christus vereint, sie wachsen zusammen zu einem einzigen Volk und werden vollendet in deinem ewigen Reiche. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst, und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst, und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Der Friede sei mit dir. Die Feier der Priesterweihe
ist nicht nur ein besonderes Ereignis für unseren vier Neupriester. Sie sind immer Priester im Dienst für das Volk Gottes. Und wir als Volk Gottes sind nun gebeten, durch unser Bekenntnis, durch unser Credo, dem Weiheversprechen Rückenwind, Bestärkung, Ermutigung zu geben. Credo in unum Deum. Amen.
Vermutet, liebe Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, du hast die Priester berufen, dem Altar zu dienen und für dein Volk Sorge zu tragen. Das heilige Opfer erwirke ihnen deine Hilfe, damit ihr Dienst dir wohlgefällt und bleibende Frucht bringt für die Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir erhaben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Deinen eingeborenen Sohn hast du gesalbt mit dem Heiligen Geist und bestellt zum hohen Priester des neuen und ewigen Bundes. Du hast bestimmt, dass ein einzigartiges Priestertum fortlebe in deiner Kirche. Denn Christus hat dein ganzes Volk ausgezeichnet mit der Würde seines königlichen Priestertums. Aus ihm wählt er in Liebe zu den seinen Menschen aus, die durch Auflegung der Hände teilhaben an seinem heiligen Dienste. In seinem Namen feiern sie immer neu das Opfer, durch das er die Menschen erlöst hat, und bereiten deinen Kindern das österliche Gastmahl. Deinem Volk sollen sie dienen in Werken der Liebe, es nähren durch das Wort und ihm Kraft geben durch die Sakramente. Ihr Leben sollen sie einsetzen für dich und das Heil der Menschen, dem Vorbild Christi folgen und dir ihren Glauben und ihre Liebe in Treue bezeugen. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott,
und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche Sonntag, als ersten Tag der Woche, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht bei dir lebt, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Bertram und die Gemeinschaft der Bischöfe, uns, deine Diener, die heute zu Priestern der Kirche geweiht wurden, alle Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Höre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auf uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern und zu Zeugen Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Nachdem Jesus sie geheilt hatte, sagte er zur blutflüssigen Frau: Du bist nun geheilt und nun geh in Frieden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, auf das, was unsere Herzen schwer macht. Schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Verneigen wir uns voreinander und zeigen wir uns als Brüder und Schwestern in der einen Gemeinschaft der Kirche. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. In meiner Schwäche habe ich erfahren, wie stark du bist.
Ich musste arm werden, um deinen Reichtum zu entdecken. Halleluja.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, die heilige Gabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke unseren Neupriestern und allen Gläubigen dein göttliches Leben, damit sie mit dir verbunden bleiben und treu bleiben in deinem Dienst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern, liebe Brüder, auch dieser festliche Weihegottesdienst schließt ab mit dem Segen und der Sendung. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleiner Junge war, haben die Eltern, die Mama, der Papa, der übrigens evangelisch war, uns Kinder, bevor wir in die Schule gegangen sind, ein Kreuzzeichen mit Weihwasser auf die Stirne gemacht. Und ich weiß, wenn es mal Streit gegeben hat, Spannung, Stress, dann hat die Mama oft gesagt, Gott segne ihn, Gott segne sie. Segnen dürfen, können, sollen wir alle. Ich sehe junge Familien. Entdecken Sie in Ihrem Familienleben den Segen neu. Segnen Sie einander als Frau und Mann in der Ehe. Segnen Sie einen schwierigen Menschen. Und so wollen wir uns jetzt vor unseren Neupriestern verneigen und euch vier bitten, dass sie uns den Segen geben, dieser Primit, der Erstlingssegen, eine erste Frucht der Weihe von heute, und dass sie immer wieder von dieser Segensfrucht pflücken und auch die segnen, die ihnen später mal Probleme machen. Gerade die brauchen Gottes Segen. Nochmal vergelt's Gott für die Bereitschaft, sich in den Dienst Jesu Christi für die Diözese Augsburg zu stellen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste.